lohnt sich, weil es eine moderne Geschichte ist. Natürlich zeigen wir keine historischen Helden, sondern wir zeigen Menschen, die denken wie die Menschen heute. Wir haben weite Teile, die auch gesprochen werden, weil einfach doch so ein paar Informationen über die Zeit und so, die möchten wir gerne rüberbringen. Aber über weite Teile haben wir eben doch so das Prinzip Arie, Duett, Ensemble, dass eben sehr viel gesungen wird. Man erlebt etwas, was wirklich buchstäblich aus dem Nichts hervorgeholt wird. Also, weil es ist komplett neu. Das ist sehr, sehr cool und es ist wirklich ein creative process. Es ist nicht nur, dass wir diese Regeln, diese feste Regeln folgen müssen. Vom Wort und dann auch Musik haben wir diese Flexibilität, etwas Neues zu machen. Ich bin also der Komponist dieser Oper Widukind, aber nicht nur das, sondern ich habe auch die musikalische Leitung. Und das finde ich natürlich besonders toll, dass ich meine eigene Oper selber aufführen darf und dirigieren darf und auch dazu noch ein bisschen selber Musik machen kann. Für mich persönlich war Widukind schon irgendwie immer ein Begriff, also das hat man immer mal irgendwie gelesen am Rande in der Kindheit, aber ich hatte jetzt gar nicht so fundierte Kenntnisse über seine Geschichte vorher und ich finde das ganz spannend, wie eine historische Figur, die ja tatsächlich existiert hat, aber von der wir eigentlich so wenig wissen, auch innerhalb der Geschichte so gewachsen ist. Ich selber bin hier in der Funktion als Ausstatterin, also ich mache sowohl Bühne als auch Kostüme. Da gibt es jetzt schon die Entwürfe und jetzt werden hier in der Schule eben 4 Kostüme genäht für die Solisten und das ist natürlich großartig. Diese regionale Verbundenheit und das ist einfach eine schöne Geschichte so. Das Besondere ist natürlich, dass unsere Schülerinnen unheimlich motiviert sind, jetzt in diesem Projekt mitzuarbeiten. Jeder Schülerin ist eine Person zugewiesen worden. Und da war sie dann verantwortlich, mehr oder weniger die technischen Zeichnungen zu machen, die Schnitte zu entwickeln, das Kostüm zuzuschneiden und zu fertigen. Und das ist für uns eigentlich auch das Schönste. Dann hinterher zu sehen, dass die Arbeit auch Früchte trägt und dann auch wirklich an der Öffentlichkeit präsentiert wird. Mir gefällt es halt sehr, dass wir mal auch was für jemand anderen machen, weil das haben wir vorher noch nicht gemacht. Bisher waren es nur Kleidung für uns. Und ja, es ist halt auch sehr aufregend. Bisher haben noch keine Schülerinnen für mich ein Kostüm gemacht. Aber das, was ich jetzt anprobieren durfte, hat perfekt gesessen. Das Spannendste an dem Projekt wird das Endergebnis sein. Das heißt, auf den ganzen Weg, auf den wir uns ja alle gemeinsam machen, jeder mit seinem Engagement dazu. Und ich bin aber positiv, weil bisher alle Projekte, die ich in dieser Art mitgemacht habe, die sind meistens sogar noch vom Gefühl her besser geworden, als man sich das anfänglich vorgestellt hat. Ich habe mich auch wirklich gefreut, so ein Projekt mitzumachen, weil das eben etwas Besonderes ist, weil das nicht in normalen Theaterbahnen läuft. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und freue mich drauf.